Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge Mechanika. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer neuen Folge und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß damit. Ja, das letzte Mal war ich tatsächlich ja sehr ratlos, weil ich nicht wusste und ich weiß es immer noch nicht, was wir tun sollen. Denn nachdem Nika erst am Straßenstrich vorbeigestopft ist und Genitalien gesehen hat, weil die eine Prostituierte ihre Schamlippen hat tanzen lassen, ist sie zum geilen Stanley, dem Obdachlosen, gegangen, der unmittelbar neben dem Straßenstrich sein Lager aufgeschlagen hat und in dem es lechzte nach Titten. Daraufhin, so, Monetarisierung und Kinderfreundlichkeit und überhaupt alles dahin. War sie am Überlegen, sie sucht einen Ort, um sich umzuziehen? Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was sie alles im Inventar hat. Vielleicht können wir damit ja was anfangen. Sie hat ein Ticket von Omi geklaut, mit dem sie nichts anfangen kann, weil wir wissen noch nicht, wie das mit dem Bus funktioniert. Sie hat aber auch schon einen explosiven Kaugummi, wo ich noch nicht genau weiß, wo wir den einsetzen können. Zur Schule kommen wir ja nicht nochmal zurück, ne? Die Schule ist hier was wie bei Agatha Naiv, die Kirche am Anfang. Ist so eine Sequenz oder so ein Ort, da warst du einmal, kamst aber nicht nochmal zurück. Ja, was wir mit den Socken anstellen können, weiß ich auch nicht. Wir könnten gucken, ob wir das Poster vielleicht im Comicladen abgeben können. Nein, weiß ich aber auch noch nicht genau. Wir haben noch Obst und Gemüse. Wir haben aber auch noch Werkzeug. Buscoupon für Senioren. Das ist hier das Kostüm, was sie anziehen muss, um in den Bus zu kommen. Und wir haben eine App, die sich schließt. Na, meine Lieben, welcome back to High Quality Content. Ich habe keine Ahnung, was für ein Problem mein Telefon jetzt mit dieser App hat. Also, wir waren gerade im Rucksack und waren dazu übergegangen, uns die Sachen anzugucken. Und wir haben als letztes noch eine seltsame Sammlung oder beziehungsweise eine Sammlung alter Puppen von meiner Oma. Tja, ich weiß nur, dass wir als letztes tatsächlich auch noch bei Agatha, also wir haben auf der linken Seite, haben wir ja alles irgendwie jetzt abgelaufen. Wir waren bei Agatha zumindestens. Sollten irgendwas reparieren. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr was. Ich würde vielleicht vorschlagen, lass uns doch einfach komplett rechts nochmal anfangen, weil bei Agatha waren wir tatsächlich ja noch überhaupt nicht drin. Machen wir so. Vielleicht kommt uns dann ja da irgendwie eine Lösung. Der Schlüpfer ist aber auch... warte mal, wir können ihn angucken. Ultimativ sexy. Riesige Oma-Schlüpfer. Die müssen Agathas Mama... Aber Mutti hat ja auch keinen Papa mehr, oder? So, ich hoffe, dass die App jetzt stabil bleibt. Oh mein Gott, hackt sie hier gleich drauf los. Und da sehen wir auch gleich, was wie die Teile vom Schwein. Interessiert uns alles nicht. Wir gehen jetzt mal zu Agatha. Vielleicht kann sie uns... Ja, genau hier. Wir sollten ja... Vielleicht können wir das ja jetzt erstmal reparieren. Ein Hammerschraube und Schraubenschlüssel. Wir probieren mal, das zu reparieren. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Okay, weil, warte mal, lass uns doch mal mit Agatha reden. Was stimmt mit der Maschine nicht? Das Tor der großen Opferdarbietung? Keine Ahnung. Die Tiere haben sich glücklich dem blutenden Schwein hingegeben, bis die Maschine vor einer Weile aufgehört hat zu arbeiten. Das muss diese geplante Obsoleszenz sein, die du mir mal erklärt hast. Aber ich bin sicher, sie kann neu gestartet werden. Vielleicht indem man einen Code eingibt? Du bist doch gut in solchen Dingen. Warum versuchst du es nicht? Okay, also ein Code, den wir nicht haben. Ich werde mir mal Notizen machen. Code für Maschine. So. Gibst du mir die Säge, die da auf dem Tisch liegt? Natürlich, meinst du, du könntest zuerst das Tor reparieren? Wenn du es reparieren kannst, gehört die Kreissäge dir. Okay, alles klar, gut. Ich lass dich mit deinen Freunden alleine, Agatha. Okay, bis später. Stimmt.
Auf dieser Tastatur sind Zahlen. Ich schätze, ich muss einen Code eingeben. Haben wir irgendwo einen Code? Punkt, Raute? Ich mache das später. Weil im Gepäck haben wir ja so nix. Buscoupon. Aber reparieren können wir es so auch nicht. Mit dem Werkzeug irgendwas machen? Es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen ratlos. Wir gehen nochmal. Agatha hat mir gesagt, dass man sie reparieren kann, indem man Zahlen eingibt. Versuchen wir das mal. Ja, ich weiß nicht, was ich eingeben soll. Oder haben wir hier irgendwo... Warte mal, lass uns das Gerät mal angucken. Vielleicht steht da ja an der Seite irgendwas. Fibonacci Corp. Aber nirgendwo ein Hinweis, ne? Schwierig. Wer könnte uns helfen? Der Typ aus dem Eisenwarenladen vielleicht? Ich glaube, die können uns hier jetzt nicht helfen. Wir laufen tatsächlich alles irgendwie vielleicht nochmal ab. Was? Unwahrscheinlich, dass sie etwas anderes haben als Miniatur-Gummiroboter. Ich brauche robuste Teile. Metall, wenn möglich. Er kennt sich doch aus. Vielleicht weiß er mehr. Hey, hast du schon eine Roboterfreundin gefunden? Noch nicht, aber es wird nicht mehr lange dauern. Du wirst schon sehen. Vielleicht können wir ihm irgendwas geben. Gut, sie will es nicht geben. Ihm irgendwas anderes geben? Auch nicht. Ein BH-Bike, schön. Können wir da irgendwas abschrauben vielleicht? Wir werden mal das Werkzeug einsetzen. Ah, wir haben schon die Kette von dem anderen Fahrrad. Die sollte reichen. Gut, also hiervon machen wir nichts. Da kennt sie niemanden im Haus. Ich bin nämlich langsam so ein bisschen ratlos. Was wir tun sollen. Wir könnten Baumarkt, Baustelle, aber mit Baumarkt meint sie diesen Eisenwarenladen, oder? Dann lass uns da nochmal reinlaufen. Vielleicht kennt er sich ja mit dem Gerät aus. Vielleicht ist er ja die richtige Anlaufstelle. Hallo, Herr Irons. Hi, Nika. Was brauchst du? Konnten Sie schon den Schweißbrenner reparieren? Nein, tut mir leid. Ich habe ihn mir noch nicht angesehen. Wenn ich fertig bin, schicke ich dir eine E-Mail. Okay, fluoreszierende Farbe geht auch noch nicht. Dieser Laden ist wie immer voller cooler Dinge. Ich weiß, aber wenige Leute kaufen etwas. Ich bringe immer das Beste vom Besten mit, wenn es um Werkzeuge und Heimwerksachen geht. Okay, ich muss gehen. Bis bald. Bis später, Nika. Okay, dann hört ihr jetzt alle nur meine sehr lauten Nachbarn, was mir sehr leid tut. Er wartet wohl auf den Bus. Ja, aber wir können in dem Bus noch nichts machen. Weil wir uns noch nicht umziehen können. In die Bäckerei, sagt sie, will sie auch nicht rein. Ich finde es echt schwierig. Auf dieser Straße kennen sie ihn so. Die Mädchen sind so ein bisschen sauer auf uns. Was ist denn, wenn wir den Mädchen die Puppen vielleicht geben? Was? Gefallen euch die Puppen? Oh, sie sind wunderschön! Aber wir können sie nicht annehmen. Wenn wir noch mehr Puppen mit nach Hause bringen, werden uns unsere Liebsten rauswerfen. Okay, also sie mögen die Puppen. Was mögt ihr noch? Kann ich dir noch was geben? Was ist denn mit Obst? Vielleicht eher nicht. Ich laufe tatsächlich jetzt nochmal alles ab. Irgendwann wird uns schon eine Idee kommen. Ich weiß, das ist so ein bisschen jetzt zäh und langweilig, aber die Hinweise, die sie uns gegeben hat, waren für mich keine Hinweise. Ich weiß. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Bei Papa war ja auch nichts Neues. Dann lass uns nochmal zu Opa gehen. Vielleicht... Können wir Opa irgendwas geben? Wir gehen mal zu Opa rein. Vielleicht hat er ja noch was Neues. Komm, wir fragen ihn nochmal. Er ist ein bisschen deprimiert. Er schreibt. Warum lässt du mich das Bild von Oma nicht mitnehmen? Weil es gut ist, da wo es ist. Lass es da. Wofür ist die Farbe auf dem Balkon?
über meine Sachen. Stelle ich Fragen über deine Sachen? Nein, tue ich nicht. Hör auf, mir Fragen zu stellen. Kopf hoch, Opa. Bis später. Und was ist, wenn wir ihm Früchte geben? Etwas anderes versuchen. Wenn wir ihm das Kleid geben? Oh, ich will ihn nicht traurig machen. So gemein bin ich nicht. Ich muss leider jetzt alles durchtesten. Coupon? Ah, nein! Okay. Puppen? Du wirst mir verzeihen müssen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich auch nicht, aber explosiver Kaugummi? Oh, es könnte gefährlich sein. Aber ich glaube, es wird nützlich bei der Konstruktion von Mechanika sein. Was ist mit Socken? Ich glaube nicht, dass du das durchdacht hast. Ich bin hilflos und verzweifelt. Pass auf, dann werden wir jetzt einen Schluck trinken. Vielleicht hat sie ja tatsächlich irgendwann mal einen Hinweis für uns, den wir hier zu irgendwas verwursten können. Es riecht hier nach Farbe. Oh, ja, das war jetzt mal ein guter Hinweis. Nicht. Sollen wir nochmal durchgehen, was wir machen können? Ja, unbedingt. Gut, dann mal los. Tippe auf Dinge. Achso, ja, gut, das weiß ich doch. Ich dachte, du gibst mir andere Tipps. Weiß ich doch alles. Das weiß ich doch. Mach das weg. Himmelarsch, mach es weg! So, das war ja jetzt eine Aktion nicht. Tja, wir können, haben wir noch irgendwas, was wir tun können? Also, wir können nicht an die Farbe, wir können nicht ans Bild ran. Oh, guck mal, warte mal, hier haben wir noch was. Ein Schalter. Was passiert, wenn wir drauf drücken? Denkt nicht mal dran, den Schalter zu betätigen! Stimmt, das haben wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Also, hier kommen wir auch nicht weiter. Wir können nochmal in unser eigenes Zimmer gucken, ob es da noch irgendwas gibt. In den Schließfächern ist nichts. Wenn eine für mich angekommen ist. Okay, wir haben keine E-Mail, heißt das übersetzt. Werkzeuge hat sie auch schon. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen ratlos, weil ich nicht genau weiß, was wir als nächstes tun sollen. Wir können auch hier nichts irgendwie tun. Im Wäschekorb. Können wir die Socken vielleicht in den Wäschekorb packen? Oh, gut, das war ein Erfolg. Wäschedienst, ein ungewöhnlicher Erfolg. Geil. So, die Waschmaschine ist schon an. Okay, das heißt, mit den Socken können wir jetzt gar nichts weiter mehr machen. Nö, können wir nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Also, wir haben die Socken jetzt einfach in den Wäschekorb gepackt. Wir gehen nochmal zu Daniel. Zum Bruder. Da können wir tatsächlich jetzt auch nicht noch mehr machen, ne? Ne. Ich bin ein wenig überfragt. So, hier haben wir das Schlafzimmer der Eltern. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendetwas. Fotos von der Hochzeit meiner Eltern. Was ist das? Was haben wir gemacht? Eine Lampe, nichts Besonderes. Okay, da haben wir die Lampe ausgemacht. Da ist Moody's Make-up. Da ist auch nichts. Okay, dann haben wir jetzt alles tatsächlich mehrfach irgendwie abgesucht. Diesen Kopf finde ich auch immer noch gruselig. Können wir eigentlich hier mit dem Werkzeug? Schade. Es hätte sein können, dass wir die Tür aufkriegen. Aber vielleicht gibt es dann Ärger mit Mutti. Das Sofa zwischen diesen Kissen könnte alles Mögliche sein. Ich brauche die Fernbedienung, um ihn anzuschalten. Klassische IKEA-Lampe. Alle Eltern meiner Freunde haben die gleiche. Lampe an? Also sie kann Lampen anmachen und sie kann irgendwie suchen? Oh, ich sehe mal zwischen den Kissen nach. Vielleicht ist dort ja etwas. Das hat sie ja schon mal gesehen gehabt. Genau, da sind Samen und Nüsse drin. Pelusos Lieblingsessen. Pelusos ist unser Hamster. Upsi, hier ist Pel... Oh nein.
Aber dann muss Mechanika ja doch nach Agatha Knife sein, weil bei Agatha Knife lebte der Hamster ja noch. Er ist ein bisschen tot. Und dann lässt sie ihn einfach liegen. Oh, das muss doch stinken. Hier ist noch etwas. Fühlt sich an wie die Fernbedienung. Ich hab sie. Und jetzt? Du hast... Gut. Schalt ihn an. Mal sehen, was läuft. Nachrichten, Zeichentrickfilme, Sport, Klatschsendung. Das machst du für Mutti mal an. Was für ein Zirkus. Das gefällt meiner Mama. Oh, das Geschrei und Gezanke von der Talkshow kann man im ganzen Haus hören. Musik in den Ohren meiner Mama. Es wird nicht lange dauern, bis sie losrennt, um zu sehen, ob es der Fernseher ist. Ich mag diesen Kanal nicht. Ich mag das meiste im Fernsehen nicht. Alles Schrott. Aber meine Mama zu unterhalten, ist es nützlich. Sappert geifert steht sie da. Ist sogar so, als ob der Fernseher sie hypnotisieren würde und sie nicht mehr selbst denken kann. Das findet sie schon schwer genug. Es ist, als wird sie Teil des Sofas. Das ist ihre Welt. Sonst existiert sie für nichts. Zumindest nicht, solange die Sendung läuft. Wie auch immer, lass uns mit unserer Mission weitermachen. Oh mein Gott! Ja, unbedingt!